dazu entschieden, dass wir jetzt schon wieder einen kleinen Abstecher in Animal Crossing machen werden. Weil ich mal nachgeguckt habe, jetzt schnell. Und der neue Tag beginnt in Animal Crossing nicht um Mitternacht, sondern um 5 Uhr morgens. Das heißt, wir können jetzt unseren nächtlichen Ausflug machen. Es ist eigentlich egal. Und morgen Vormittag, Mittag werden wir dann nochmal reinschauen, wenn wirklich der neue Tag schon begonnen hat und die Waren, der Laden neue Waren führt und so Geschichten. Also, gemütlich, chillig Animal Crossing. Schauen wir mal. Ich wollte doch zum Beispiel Unkraut jäten. Ich wollte die ganzen Bäume nochmal schütteln. Vielleicht fällt ja noch was Interessantes runter. Und ähnliches. Okay. Ja, unser Bird Rider-Bild. Ich find's nicht perfekt. Da muss man noch dran arbeiten. Aber es könnte schlimmer sein. Und das ist doch auch schon was wert. Oder? Ich find's schon. Naja. Ich muss mal ganz kurz hier noch was einstellen. Okay, passt schon alles. Wunderbar. Na gut. Hallo. Hallo, wie geht's? Hoppla hopp. Ich will plaudern. Hey, sportliche Kopfbedeckung. Die ist doch von mir, stimmt's? Oh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Habe ich die wirklich von dir? Das finde ich nett. Einfach toll, dass das Teil deine Kopfmuskeln zur Gestaltung bringt. Hoppla hopp. Meine Kopfmuskeln. So, sammeln wir mal das ganze Unkraut ein. Und Muscheln sammeln. Wäre auch eine gute Idee. Und da es jetzt nachts ist, vielleicht auch andere Fische und Insekten fangen. Möglicherweise. Ich sollte vielleicht vorsichtshalber beim Baumschütteln schon unser Fangnetz in die Hand nehmen. Es könnte ja sein, dass ein Käfer vom Baum fällt. Ich halte das für möglich. Oh, kann ich gar nichts hören? Kann ich kein Unkraut jäten, wenn ich Werkzeug in der Hand habe oder wie? Das ist ja seltsam. Ach so, das ist eine Blume, die ich gepflanzt habe. Das ist kein Unkraut. Das ist das Problem. Jetzt verstehe ich. Hallo, Keldia, wie geht's? Mir geht's gut. Ich bin auch noch einigermaßen fit. Und glücklicherweise habe ich gerade mit der Merlin geredet. Die wird heute in den frühen Morgenstunden mal ein paar Stunden übernehmen. Dann kann ich kurz powernappen. Dann können wir nämlich den 24-Stunden-Stream ohne Unterbrechung quasi durchlaufen lassen, ohne dass ich dabei sterben muss. Und ohne dass wir eine längere Pause mal einfach einlegen müssen. Das ist ziemlich cool. Da freue ich mich. Das ist nett von ihr. Und ihr wahrscheinlich auch. Hey, Sternis! Kling! Oh, da hinten ist ein Geschenk. Aber ich befürchte, das ist nicht auf meinem Teil der Insel, oder? Oh, das könnte herkommen, wenn wir Glück haben. Liegt zu mir, Geschenk! Zu mir! Ich habe Angst, dass es ins Wasser fällt. Oh nein, aber es geht nach oben! Nein! Ich hab's gewusst, aber was hätte ich denn machen sollen? Naja, schade. Wie gewonnen? So? Aha, cool, dafür kriegt man wenigstens Bonusmeilen, das ist nicht schlecht. Du hast mit einem Meisterschuss ein Geschenk vom Himmel geholt, nur um es dann ins Wasser plumpsen zu sehen. Ich hoffe, ein paar Meilen spenden dir Trost in diesen schwierigen Zeiten. Dankeschön. Ah, das ist auch gut. Das ist richtig cool. Die ganzen Sticker sind ja immer so
Achievement-Sticker, so fröhliche, so Smileys, Geld und hier ist so ein Sticker. Finde ich gut. I like that. Das ist lustig. Das ist lustig. Hiermit beschließe ich, dass dieses gerade gesehene humorvoll ist. Was bist du? Fangen! Ja, wir haben was. Was bist du? Oho. Ein Sackträger. Jetzt habe ich dich eingesackt. Na gut, wir haben einen Sackträger eingesackt und stecken den in unsere Hosentasche. Why not? Warum nicht mal einen Sackträger einsacken? Ein bisschen irritiert. Bienen! Okay, können wir die fangen? Die haben uns zuerst gefangen. Shit. Naja. So ein paar Wespenstiche haben noch keinen geschadet. Außer man ist allergisch oder auch sonst sind sie sehr unangenehm. Okay, Wespenstiche sind immer schädlich. Nein, shit, komm schon. Ja, ich hab euch, ihr scheiß Wespen. Bäh, die bewegen sich, die sehen so echt aus. Sind die widerlich, eine Wespe. Dich stecke ich glatt in die Wespentasche. Schenkelklopfer. Es ist so doof, dass es genial ist. Jetzt habe ich echt Angst, daneben Baum, an dem ich schüttel, dass wieder Wespen kommen. Wenn man zweimal gestochen wird, ist man tot. Und dann wird die Insel gelöscht, das ganze Savegame gelöscht. Das Spiel springt aus der Switch und explodiert in der Luft. Und man muss es neu kaufen. Und das finde ich ein bisschen extrem, muss ich sagen. Aber andererseits ist man so wenigstens vorsichtig. Da hat man noch was zu verlieren. Yuzi, hallo. Ihr merkt schon, dass ich immer wahnsinniger werde. Jetzt beginnt der Teil, in dem ich verrückt werde. Vielleicht der beste Teil des Streams. Ja, das ist für mich. Ich habe Spaß. Okay, wir haben jetzt schon einen Sackträger und eine Wespe gefangen. Das ist doch cool eigentlich. Oh, ja genau, fischen. Angeln ist auch nicht so gefährlich wie Bäume schütteln. Beim Baumschütteln weiß man nie, was man kriegt. Baumschütteln ist wie eine Schachtel Pralinen voller Wespen. Ach komm schon, Fisch. Hab! Beiß! Ja! Ich glaube, den haben wir schon, oder? Eine Bachschmerle. Das Leben im Bach ist beschmerlich. Ich denke, den haben wir schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich werde hier mal irgendwo eine Käfer- und Fischsammlung aufmachen, die wir dann später ins Museum spenden, wenn wir eins haben. Machen wir hier oben. Nehmen hier mal noch ein bisschen Unkraut weg. Ich glaube, wenn ich das ganze Unkraut verkaufe, sind wir schon allein reich. Dann sind wir der Unkrautkönig von Lansquidonia. Oder wie heißt die Insel? Lansquitopia oder so. Zu wenig oder zu viel Koffein? Ich würde sagen, genau richtig viel Koffein. Wespe. Platzieren. Das ist mal eine Wespe. Meine Güte. Die ist ja riesig. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Platzieren. Holy Potato. Nicht schlecht. Ah ja, genau, den Sackträger können wir auch platzieren. Warte mal. Ja, ich mach das nochmal anders. Wenn man schon die Kleinen auf die Großen stellen kann. Nein, dann drücke ich den falschen Knopf. Warum ist eigentlich der Sackträger in so einem riesigen Gefäß, während die Bachschmerle in so einem kleinen Eimer ist? Tja, wer weiß. Japanische Wespen eventuell. Ja, die, wie heißen die? Die Riesenhornissen. Die sind ja
Also ich meine, gut, im Vergleich zu der Figur, die ich hier spiele, wäre das schon echt groß. Aber die sind ja wirklich sehr, 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 sehr groß. Beängstigend groß. Aber... ja, dafür, dass das so ein Schwarm von lauter Kleintierchen war, als ich angefangen habe, den Baum geschüttelt habe, als ich die gefangen habe, wollte ich sagen, ist das ein ziemlich großes Tier hier geworden. Aber gut, die andere Bachschmerle wird verkauft, würde ich sagen. Weil die haben wir doppelt. Ja, das Unkraut kommt jetzt wirklich weg. Unkraut wächst wirklich wie Unkraut. Oh, da hinten ist irgendwas. Wenn da nachts sowas flattert, ist das bestimmt irgendein Nachtfalter. Oder eine Motte, die ums Licht fliegt. Wie eine Motte ums Licht. Jetzt langsam. Und tschaga. Oho, eine Motte zum Kugeln. Den verstehe ich nicht. Wegen Mottenkugeln? Mit denen man Motten tötet? Deswegen? Das verstehe ich nicht. Aber es ist anscheinend... ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich kaufe Medizin. Ich habe wirklich Angst, dass wir Game Over gehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert. Wahrscheinlich verliere ich ein paar Sternis oder so. Es ist eigentlich wahrscheinlich nicht schlimm. Aber ich will das Risiko nicht eingehen. So, Eistee tut sein Ding gerade. Hä? Welcher Eistee? Und was für ein Ding? Was tut denn Eistee für ein Ding? Willkommen, Sepuloni. Was kann ich heute für dich tun? Ich will was kaufen. Hier. Das ist unsere aktuellen Angebotsdingers. Eigentlich will ich Medizin, ne? Hey, mein erstes Bastelbuch enthält aber immer die gleichen Anleitungen. Oder ich muss vielleicht mal kurz... Ich glaube, das hast du bereits erworben. Genau. Okay, nee, danke. Passt schon. Aber Medizin hätte ich wirklich gerne. Vielleicht schon was in der Futtergrube? Nö, schade. So, Medizin und dann traue ich mich wieder Bäume schütteln. Tada! Wunderbar. Ach, dich wachhalten macht Eistee. Ah ja, das ist gut. Und für Harndrang sagen in der Regel auch, das stimmt. Da ist ja noch eine Motte. Ich hätte gleich ein paar Sachen verkaufen können, oder? Kann das sein, dass die Motte einfach immer hier unter... Ich wollte gerade sagen, unter der Lampe, aber das sind Lautsprecher. Aber in der Nähe von Licht einfach vor dem Zelt rumschwirrt. Könnte schon sein. Das ist wahrscheinlich wieder nur ein Barsch, der da schwimmt. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Das Spiel pausieren. Ein Geist! Und ich kann nicht hin. Komm zu mir! Komm zu mir! Ah, ich würde so gerne wissen, was der macht. Der war im Gamecube-Teil ziemlich mächtig. Der hat einmal einen Wunsch erfüllt. Entweder hat er die ganze Insel von Unkraut befreit oder extrem viel Sternis für einen zur Verfügung gestellt oder noch irgendwas, was ich nie gemacht habe, was keinen Sinn gemacht hat. Fischi, jetzt sei nicht so doof. Bitte. Rimworld? Nee, das habe ich nicht auf dem Programm heute. Ja, schauen wir mal. Ich wusste es. Es ist wieder ein Barsch, Abmarsch, Barsch. Hallo Geist. Du kannst doch über dem Fluss fliegen, oder? Na wohl, so Geister können manchmal keine Gewässer überqueren. Je nach Mythologie, je nach Sage. Könnte schon sein, aber dann würden ihm nicht mal Brücken helfen, wenn das einer von diesen Geistern ist. Da steht jetzt der Baum ein bisschen ungünstig. Ah, das ist gut. Ah, kannst du nicht ein bisschen... Könntest du... Nee, na vergiss es einfach, ist eh nur ein Barsch wieder bestimmt. Ich kenne doch meine Bärsche.
Zwerge sind böse. Der Geist gab mir eine Tapete. Ah ja, nicht schlecht. Aber wahrscheinlich kann ich in meinem Zelt nicht mal... Kann ich mein Zelt tapezieren? Ich meine, das wäre schon ziemlich witzig. Aber auch ein bisschen komisch. Ich würde mein Zelt gern tapezieren. Ey, ich werde wirklich Unkrautmillionär. Ich glaube, mit Unkraut, vielleicht ist das auch wirklich so gedacht, dass man mit Unkraut pflücken ganz ordentliches Startkapital schon zusammenkriegt eigentlich. Ein paar Kirschen. Es ist wirklich sehr windig. Die Bäume wackeln fast ein bisschen viel, oder? Es sieht so aus, als wäre es super windig auf der Insel. So, eine Motte platziere ich jetzt mal hier auf dem Insekten- und Fischspeicherplatz, während die andere auch verkauft werden kann. Genauso wie der Barsch und die Bachschmerle. Und die Wespennester, würde ich sagen, können wir auch verkaufen. Wartet mal, wenn ich schon Bäume schüttel, sollte ich vorsichtshalber ein defensives Insektennetz ausrüsten. Das kann uns retten, im Ernstfall, eventuell. Ein Stock, schnell, draufhauen! So viel Stöcke braucht man wahrscheinlich gar nicht. Na gut, die ganzen anfänglichen Behelfswerkzeuge. Dafür kann man Stöcke schon brauchen. Das stimmt. Also in Real wird das schwierig, ein Zelt zu tapezieren. Außer du hast echt guten Tapetenkleister. Der halt einfach so richtig so an der Zeltwand klebt. Dann sollte das theoretisch funktionieren. Wahrscheinlich. Aber ja. Also ich meine, wenn man unbedingt will. Aha, ein Sackträger. Ein Sackträger eingesackt. Sehr gut, den verkaufen wir auch. Ich glaube, wir werden reich. Hey, warte mal. Ich habe doch dieses Lied gekauft. Stimmt, das war gar nicht in meinem Inventar, glaube ich, oder? Das ist vielleicht wirklich, wenn ich jetzt an mein... Ich gehe mal an mein Radio im Zelt. Das ist halt leider so leise und man hört kaum was. Das hat eine scheiß Audioqualität. Später in unserem Haus habe ich dann... Will ich das fetteste Super-Soundsystem. Aber das kann ein paar Wochen dauern, bis das soweit ist. Oh nein, Flasche. Du stehst jetzt hier leider echt ungünstig. Es läuft KK Technopop. Anlassen. Aber so leise. Man hört gar nichts. Hey, passt vielleicht sogar... Ich meine, ich passe nicht rein, aber mit ein bisschen Glück könnte dieses Flaschenschiffsmodell hier... sogar noch hier inzwischen die Lampe so reinpassen. Zwischen Lampe und Bett. Nee. Dann lege ich das mal kurz raus. Hast du eigentlich mal den Echsenhund in Satisfactory gezähmt? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Kann ich den Hocker auch als Tisch verwenden? Ja, das finde ich gut. Jetzt haben wir zwar keinen Hocker mehr vorm Feuer, aber es war ehrlich gesagt ein Steinhocker. Was wollen wir eigentlich? Das ist jetzt nicht das Gemütlichste. Ah ja, jetzt gehen wir mal verkaufen, was wir schon im Inventar haben. Na, auch auf Käferjagd. Damit unser Inventar wieder ein bisschen frei wird. Da ist wirklich schon wieder eine Motte. Ich glaube, wir können hier jetzt quasi alle 5 Minuten oder so eine Motte vor dem Zelt fangen. Warum nicht? Wird alles verkauft. Weißt du nicht genau, was Tom Nook und seine Neffen mit
mit den ganzen Motten machen, aber wahrscheinlich einmotten. Haha, ich finde mein Wortwitz besser als den im Spiel. Da, verkaufen wir mal die Motten. Ich will was verkaufen. Sehr gerne. Was hast du anzubieten? Eine Motte, einen Barsch, eine Bachschmerle, ganz viel Unkraut, Sackträger, Motte. Ah ja, genau, die Wespennester. Ansonsten erstmal nix. Passt. Bin ich gespannt, das dürfte ein bisschen was bringen wahrscheinlich. Nicht schlecht, 4000 Sternis. Passt also quasi fast die Hälfte von dem, was wir insgesamt bis jetzt haben. Naja, ich habe auch schon ein bisschen was ausgegeben. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Wir haben dieses Lied ja digital bestellt. Das kommt wahrscheinlich erst morgen mit dem Briefkasten. Und ich habe mal nachgeguckt. Ludo, das ist vielleicht auch für dich interessant. Um 5 Uhr morgens beginnen immer die Tage in dem Spiel hier. Das heißt, erst um 5 Uhr morgens werden die Läden resettet und so weiter. Okay, damit steht es unentschieden, was schlechte Wortwitze angeht. Na gut, mal schauen, ob ich dem Spiel Konkurrenz machen kann, was schlechte Wortwitze angeht. Ich werde mein Bestes geben. Wartet mal, wie viel Unkraut habe ich bis jetzt schon gepflückt? 389 Unkraut. What? Bin ich eigentlich bescheuert? Naja, warum nicht? 359, das ist schon viel irgendwie, oder? Die Motte, die gibt's immer nachts. Das habe ich mir fast gedacht. Die Wespe, die gibt's leider auch immer nachts. Warum eigentlich? Warum gibt's die im Winter eigentlich? Damit immer wieder Nervenkitzel da ist, wenn man Bäume schüttelt. Der Sackträger, den gibt's auch immer. Und zwar immer. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich meine, das sieht nicht mal wie ein Kokon aus, sondern wie lauter kleine Hölzchen. Ist wahrscheinlich was Japanisches, so ein Sackträger. Warum kriege ich eine Benachrichtigung, wenn nix ist? Warum ist da unten es gibt was Neues Symbol, wenn es überhaupt nichts Neues gibt? Ich finde das gemein. Und wo ist eigentlich Mr. Rissetti? Den habe ich bis jetzt noch gar nicht getroffen. KK Slider war immerhin im Intro mal am Anfang. Ich hoffe ja, wenn man mal ein Café hat oder so, oder ein richtiges Rathaus, hält er auch seine Konzerte. Bis jetzt ist das schwarze Brett hier noch ziemlich leer, was Veranstaltungen angeht. Naja. Ich glaube, ich pflücke noch mehr Unkraut und werde ein bisschen angeln. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nachts vielleicht wirklich den ein oder anderen Fisch fangen könnten, eventuell. Ach komm schon, Fisch, du bist wirklich, das hat er mit Absicht gemacht. Ey, komm, ohne Witz, jetzt hau ab. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Yes, jetzt haben wir ihn. Ah, ich bin so blöd. Das war jetzt einfach nur, hey, ich spiele hier schon seit 11 Stunden. Da kann sowas schon mal passieren. Kann ich eigentlich Unkraut auch wieder pflanzen, wenn ich wollen würde? Wahrscheinlich, oder? Ich wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte. Pflanzen. Genau. Okay. Ja, dann könnte man. Aber jetzt muss ich doch noch was testen. Pflanze ich dann immer so kleine Fältchen, auch wenn ich hier große abbaue? Ja, anscheinend sind das quasi, wenn man so will, Unkrautsetzlinge, die wachsen müssen. Ich verstehe. Okay. Dann könnte ich wirklich so große Unkrautpflanzen vielleicht sogar stehen lassen, wenn ich will. Weil ich die, wie gesagt, eigentlich echt schön finde. So wilde Blumen. Aber so kleinere nehme ich mit.
Ich weiß ja auch nicht, wie die Ausbreitung von Unkraut in dem Spiel funktioniert. Es könnte sein, dass das einfach komplett zufällig jeden Tag neu generiert wird. Das halte ich für wahrscheinlich, aber vielleicht breitet es sich auch von Unkrautquellen quasi aus. So, wenn ihr wisst, was ich meine. Da, wo Unkraut steht, wächst um das Unkraut besonders viel anderes Unkraut. Das kann man nicht ausschließen. Was sind das eigentlich immer für komische kleine Geysire? Wasser, hier, das da. Ist da, könnte ich da was ausgraben mit der Schaufel vielleicht? Aha, tatsächlich. Eine Teppichmuschel. Ob die zu meinem Sofa passt? Ja, der ist nicht schlecht. Den finde ich gut. Diese Teppichmuschel könnte man als Köder verwenden. Das ist die Idee für eine Bastelanleitung. Habe ich mir jetzt gerade selber eine Bastelanleitung beigebracht, dadurch, dass ich die gefunden habe? Oh! Ah! Hilfe! Schnell! Yay! Ein Einsiedlerkrebs. Oh, der wollte wohl nur seine Ruhe. Naja, okay. Ja, nicht so gut. Für was brauche ich den Köder in dem Spiel? Also ich meine, kann ich nicht mit jeder Angel jeden Schatten fangen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Eine Flunder nehme ich an. Da bist du plach. Ach, der Witz ist mir einfach zu flach. Aha, der ist gut. Das muss man zugeben. Ich hätte nämlich auch gesagt, da bist du platt. Aber dann noch die Ergänzung, der Witz ist mir zu flach. Das ist... Oh, meine Angel ist explodiert. Das ist billige Wortwitzkunst vom Feinsten. Nicht schlecht. Das muss man schon sagen. Ich glaube, ich stelle mich jetzt an den Strand und spiele ein bisschen Ocarina. Wie es Gott gewollt hätte, als er die Insel erschaffen hat. Das ist mein Musikzahn da vorne. Wenn ich die Ocarina an den Zahn halte, dann macht die Töne. Perfekt. Das war ein schöner Abschluss für das Lied. Das hat gut gepasst. Ja, mit der Ocarina werde ich noch viel Spaß haben. Ich sehe schon, wie ich da Merlin abends auf der Couch furchtbar auf die Nerven gehen werde, weil ich stundenlang mit der Ocarina rumlaufe. Auf dem Fernseher natürlich, mit viel Lautstärke. Ich finde das wirklich irgendwie cool, weil da echt schöne Melodien entstehen. Random. Also wahrscheinlich nicht komplett zufällig, aber so ein bisschen prozedural. Oder vielleicht auch nach einem festen Muster. Könnte auch sein. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall muss ich die Flunder jetzt mal hier lagern. Ah ja, genauso wie den Einsiedlerkrebs. Oh, die Flunder hat ein Riesenbecken. Die haben wir schon bei Cluedo gesehen. Kann ich aber hier wahrscheinlich, glaube ich, zwei eventuell sogar draufstellen. Ja, das ist doch cool. Genau, das andere... Ach so, genau, die Teppichmuschel. Da meinte der doch ein neues Rezept. Aber kann ich das jetzt von Haus aus oder wie funktioniert das jetzt? Was soll ich tun? Das wüsste ich auch gerne.
Ja, meine Flunder ist aber jetzt weg. Ah, okay. Einen Anglerfisch. Cool, das hast du ja geschrieben. Ah ja, ich kann jetzt echt Köder bauen. Aber warum? Ich baue jetzt mal einen Köder. Schauen wir mal. Weil ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, inwiefern mich der beim Angeln unterstützen soll, der Köder. Weil was... Also ich meine, ich werfe halt die Angel rein und warte, bis die anbeißen und dann habe ich den gefangen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da besser machen könnte. Weißt du es, Hase? Holzsammelnder Hase? Philipp? Hallo, ein Abendspaziergang kann ganz nett sein. Wenn man schnell genug geht, zählt das als Aufwärmen. Nepp hat mir gesagt, wenn es uns an irgendwas fehlt, dann können wir es bei ihm kaufen. Und das mitten auf einer einsamen Insel. Nooks kleines Paket bietet wirklich erstklassigen Komfort. Hätte aber lieber Sternis mitbringen sollen. So werde ich Nepp wohl erst einigen Kram verkaufen müssen. Ja, bin ich auch gerade dabei. Ach ja, meine Angel ist ja kaputt gegangen, stimmt. Oh, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich was kraften. Eine neue Angel wäre schon praktisch. Ich frage mich, ob dann die... Weil es gibt ja anscheinend, aus den Trailern hat man ja gesehen, dass es relativ viel unterschiedliche Werkzeuge gibt. Also nicht nur so in verschiedenen Qualitätsstufen, sondern scheinbar auch einfach welche, die lustig oder besonders schön aussehen. Ich frage mich, ob die dann auch kaputt gehen können. Weil das wäre dann fast schade, wenn ich irgend so eine schöne, fancy Angel habe und dann... die kaputt. So, Köder. Futter verstreuen. Ah, ich verstehe. Ich kann damit Fische anlocken wahrscheinlich. Ach, das ist vielleicht unter Umständen echt nützlich. Dann muss man nicht so viel rumdackeln und nach denen suchen. Dann kann man die wirklich... Versuchen wir mal. Futter verstreuen. Da kann man Fische spawnen lassen. Ja, das ist tatsächlich ziemlich nützlich. Das ist cool. Das ist eine coole Komfortfunktion, die die Vorgänger nicht hatten. Müsste man nur die Angel einigermaßen werfen können. Aber das war schon immer schwierig. Ich meine, das ist ja auch im Grunde das Schwierigste am Angeln. Noch eine Flunder. Oh, ich glaube, wir haben wieder ein Fischer-Achievement oder sowas bekommen. Jawohl, Angelmeinsteil. Meinsteil. Was? Meinensteil. Genau, den meine ich. Ich glaube, ich mache noch mehr Köder. Ich glaube, ich grabe mir von diesen Muscheln aus. Bis die Schaufel explodiert. Was wahrscheinlich leider nicht mehr lange dauern kann. Ich habe damit schon ziemlich viel gebuddelt. Hä? Ah, da. Das ist praktisch, wenn man da einfach Meeresfische anlocken kann. Gerade am Meer. Ich glaube, die Flussfische, da trifft man öfter mal zufällig im Verlauf des Spiels immer wieder welche. Aber so nach Meerfischen muss man schon irgendwie gezielt suchen. Weil während man öfter mal an Flüssen vorbeikommt, ist es wahrscheinlich am Meer eher so... Ne? Wann geht man schon mal irgendwie zufällig am Meer spazieren? Außer wenn man Muscheln sammelt oder Fische sucht. Insofern... Macht das schon Sinn? Oh nein! Ah, die brauchen anscheinend ihre eigenen Inventarplätze, jede einzelne, die kann man nicht stapeln. Aber die Muschel ist jetzt nur so eine sammelbare Muschel, ne? Die ist nicht... Wenn ich jetzt das Unkraut... Ah ja, das Unkraut liegt dann einfach nur hier rum. Das ist... Weil dann werde ich einfach mal Köder machen und hoffen, dass ich die Köder stapeln kann. Schauen wir mal. Kann ich auch gleich mehrere gleichzeitig machen? Und scheinbar nicht. Schade. Der Köder ist fertig. Weitermachen. Mehr Köder. Vielleicht kommt das später noch. Ich kann mir vorstellen, dass so Sachen auch später noch quasi, also dass die besseren Werkbänke zum Beispiel eben die Möglichkeit bieten, dass man mehrere Sachen auf einmal craftet.
Okay, jetzt haben wir sehr viel Köder. Ich will gar nicht mehr weitermachen. Das war ein Versehen. Und jetzt mal schauen. Yes, Köder sind stapelbar. Das ist schön. Dann kann ich mein Unkraut wieder mitnehmen. Das gute Unkraut lassen wir hier nicht einfach so liegen. Das wird noch schlecht. Ich will jetzt auch einen Anglerfisch. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, wenn man einen Anglerfisch angelt. Nein, ich bin so blöd. Warum passiert mir denn das immer? Das ist, glaube ich, wirklich die Müdigkeit. Weil eigentlich ist das Angeln echt nicht besonders schwer. Man muss einfach nur nicht zu früh drücken. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Und auch nicht zu spät. Das stimmt. Man hat in der Regel relativ viel Zeit. Eine Makrele. Die haben wir schon. Weil ich den Wortwitz nicht gut finde. Ah, das wird nichts. Ah, gut. Ah, da hinten ist ein Geschenk am Horizont, aber das ist weg. Aber es fliegen viel mehr Geschenke als damals im GameCube-Teil auf jeden Fall. Der GameCube-Teil ist einfach der, den ich mit Abstand am längsten gespielt habe. Da habe ich die meisten Erinnerungen. Und da war das alle paar Tage mal, dass so ein Geschenk entlang flog. Und da war das schon was sehr Besonderes. Ich versuch's mal. Vielleicht haben wir Glück. Nee, das geht gar nicht mehr. Das ist ja schon... Naja, ah nee, da drüben ist der Schatten. Ich sehe es schon. Wenn ich doch nur das Wasser überqueren könnte. Aber das Wasser ist momentan leider noch eine unüberwindbare Hürde. Das ist so gemein. Hey, kommt die Muschel her? Ah, da kommt die her. Das macht Sinn. Oh, wir haben gar keinen Platz im Inventar mehr. Und ich habe eh schon so einen. Dann lassen wir es gut sein. Dann angle ich lieber noch einen Fisch. Dann gehen wir wieder verkaufen. So. Na also. Noch eine Makrele. Muss ich kurz bei uns reinschauen, weil ich wirklich nicht mehr sicher bin. Aber ich glaube, eine Makrele haben wir schon da drin stehen. Hi Metatron, willkommen zurück. Ich bin auch wieder da. Na, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre eine Makrele dabei. Oder der Große ist doch keine Makrele. Makrele, doch, doch, doch. Wegen den ganzen Kehlenwortwitzen, die ich mir nur ausdenken konnte. Und wo ich mir gedacht habe, ne, egal was man macht, das hat immer... Git. Die brauchen wir. Wo ist denn mein Netz? Oh oh, die ist aggressiv. Ah! Shit. Wir wurden von der Spinne getötet. Oh mein Gott. Es ist so widerlich. Jetzt ist sie weg. Nein! Die Spinne. Aber wo ist denn wirklich eine Makrele? Ich habe eventuell vergessen, eine Makrele irgendwo aufzustellen. Ich stelle mal lieber noch eine auf. Vorsichtshalber. Wenn übermorgen dann bei mir wahrscheinlich das Museum öffnet, bin ich froh. Ah! Ah, die sind aber auch... Meine Güte! Ist das die gleiche? Immer wieder. Ist die jetzt immer irgendwo auf meiner Insel? Ich möchte die jetzt fangen. Aber die ist so widerlich. Nee, ich finde ehrlich gesagt so große Jagdspinnen gar nicht so schlimm. Ich finde die kleinen mit den dünnen Beinchen und den dicken Hinterleiben viel ekelhafter. Die großen Jagdspinnen finde ich nicht so schlimm. Ich meine, ich würde jetzt auch ungern eine bei mir in der Nähe haben. Aber finde ich nicht so eklig. Die finde ich eher ein bisschen beängstigend. Finde ich eklig.
Schön. Kann ich eigentlich mal die löschen, oder? Sonst kriege ich gar nicht mit, wenn da neue hängen. Vogelspinne, wo bist du? Ich krieg dich und dann mache ich dich fertig. Oh, ja, mache ich dann. Dann gehörst du mir. Na gut, ich kann eigentlich erstmal verkaufen gehen. Weil mein Inventar ist sowieso voll. Ich könnte ja eh gar nichts mehr anfangen damit. Also, ja. Makrele bringt mir eine gute Seele. Makrele auf Seele. Das stimmt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, jetzt pass auf. Oh, ich habe Platz im Inventar. Weiß gar nicht genau. Ach doch, die Makrele, genau. Moment mal. Eine Klische ist was anderes wie eine Flunder. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Tausend Sternis. Na her damit. Moment mal. Unkraut habe ich jetzt, glaube ich, nicht verkauft, oder? Ist egal. Wenn du mal irgendwas zum Thema Einleben wissen möchtest, frag mich einfach. Ich helfe dir gern weiter. Ach, da fällt mir ein. Hast du schon Erfahrung mit dem Nook-Portal im Service-Terminal gemacht? Das ist absolute Pflicht. Man muss es bloß einmal am Tag nutzen, um tolle Meilen zu sammeln. Das hat er uns schon mal gesagt. Das hat er uns schon mal gesagt und ich... Ja, hab da... Wir schauen mal nochmal in Ruhe durch, ob irgendwas dabei ist, das ich vielleicht für morgen bestellen will. Aber ich glaube ehrlich gesagt... Ich meine, so ein Gartenzwerg, ja, ist schon super, aber... Und ich finde die blauen Gummistiefel auch sehr cool. Ich glaube, die will ich. Ich will die blauen Gummistiefel. Die sind auch nicht so teuer. Die bestellen wir mal. Okay. Ich schätze mal, dass das morgen dann, also um 5 Uhr morgens, wenn der Tagwechsel ist, kommt... Wenn ich die Sternis jetzt einzahle, zahle ich dann meinen Kredit ab oder ist das dann wirklich gespeichert? Ist anscheinend mein Kontostand einfach. Ich weiß gar nicht genau, warum man das machen sollte, aber ich mach's mal, dann ist es in Sicherheit, falls irgendwie, weiß ich nicht, was Schlimmes passiert. Ich will den Rock haben. Kannst du nicht zu mir kommen? Nee, das geht nicht. Warte mal, kann ich den Rock kaufen und dir schicken? Man kann sich doch bestimmt Geschenke schicken, oder? Ah, genau. Gibt irgendwann Zinsen auf der Bank. Man kann sich doch bestimmt per Post Geschenke schicken. Dann könnten wir das machen. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich aber erst wieder Geld abheben. Zum Glück gibt es keine Transaktionsgebühren oder irgend so ein Blödsinn. Hier, den da. Den Feierabendrock. Ist das quasi so ein Jogginghosenrock? Das ist ja irgendwie cool. Ach so, aber ich kann dir den ja heute jetzt eh nicht mehr schicken. Verdammt, ich wollte das nämlich testen mit schicken. Aber dann schicke ich dir jetzt mal aus Testgründen irgendwas anderes. Notfall kommst du morgen früh in meinen Stream vorbei. Ja, genau. Warum nicht? Why not? Aber erstmal schicke ich dir jetzt wirklich irgendwas ganz anderes. Ah, warte mal. Sollte ich mein Geld nochmal mitnehmen, glaube ich. Wahrscheinlich kostet das was. Ich muss zumindest Briefpapier kaufen oder irgendwie sowas. Okay. Gehen wir mal zum Flughafen. Was wär's denn, Chili? Chili wäre jetzt gar nicht schlecht. Hätte ich gern. Ach, ist der Cluedo Chili? Ah ja. Ich verstehe.